Cannabis for free. Die Stadt Münster macht's möglich. Aber ganz von vorn. Das heißt jetzt nicht, dass die Verwaltung Münster in ein Kifferparadies verwandeln möchte. Das Gesundheitsamt plant gemeinsam mit Experten verschiedener Fachrichtungen eine Modellstudie zum Thema Cannabiskonsum. Nun hat das Amt den Antrag hierfür beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingereicht. Mit der Studie möchte das Gesundheitsamt herausfinden, wie sich die kontrollierte Ausgabe von Cannabis auf die Gesundheit und den Alltag der Testpersonen auswirkt. Merle Heidkötter ist Koordinatorin der Studie. Sie erklärt, welche Aspekte genau untersucht werden sollen. Letztlich haben wir natürlich in unserer Projektbeschreibung zu diesem Modellprojekt verschiedene Forschungsfragen auch formuliert, insgesamt 9 Stück, zum Beispiel die persönliche Zufriedenheit, ob der Cannabiskonsum da Einfluss drauf nimmt oder auch die berufliche oder soziale Situation, aber auch zum Beispiel, ob es Einfluss hat darauf, inwiefern noch Cannabis vom illegalen Markt konsumiert wird. Und natürlich auch, gerade Cannabis ist natürlich immer die Frage, ist es eine Einstiegsdroge? Wird oft ja in der Presse auch so dargestellt und von vielen so gesehen. Für uns demnach auch da wieder wichtig, dass wir da Zahlen und Daten liefern können, um zu gucken, steigert es wirklich oder gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Konsum und der Entstehung von stofflichen Abhängigkeiten. Die Testgruppe umfasst 200 Personen. Sie bekommen vom Gesundheitsamt einmal in der Woche 1 bis 2 Gramm reines Cannabis. Umsonst. Die Diskussion geht natürlich um Legalisierung, Entkriminalisierung, aber mit der Studie decken wir vielleicht Risiken auf, vielleicht aber auch positive Wirkungen. Von daher wird man sehen, in welche Richtung es dann geht. Der Verein Hanffreunde Münster setzt sich schon seit 2014 für ein derartiges Projekt ein. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Wir haben ja jetzt lange dafür gekämpft, dass es dazu kommt und die Stadt, die politischen Parteien dazu zu überzeugen. Und insbesondere das Gesundheitsamt und die Projektgruppe, die dazu gegründet worden ist, haben ja sehr viel Arbeit auch in den Antrag reingesteckt. Allerdings, Cannabis ist ein Reizthema. Auch Micha Grey von den Hanffreunden sieht das Modellprojekt kritisch. Ja, der Hauptkritikpunkt ist, dass das Cannabis gratis abgegeben werden soll. Das ist nicht marktgerecht. Also letztendlich muss man sich vorstellen, das Modellprojekt dient ja dazu, den Markt darzustellen. Der Verein geht davon aus, dass eine kostenlose Ausgabe den Konsum anregt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn es die Stadt sich entscheiden würde, an 100 Leute ein Jahr lang Freibier auszugeben, dann kann man meiner Meinung nach auch fest damit rechnen, dass die 100 Leute wahrscheinlich auch deutlich mehr Freibier konsumieren oder an sich nehmen würden. Ne? Ob die Studie stattfinden wird, es liegt jetzt in den Händen des Bundesinstituts. Wenn von da das Okay kommt, dann können die konkreten Vorbereitungen starten.